Hallo, ich bin der Johnny, ich bin der Servicetechniker von der Firma Vimex. Heute zeigen wir euch im R55, wie man die Bremsen einstellt und die Bremsbeläge wechselt. Für die Bremsen einzustellen und zu wechseln brauchen wir einen 5er Imbus, eine Spitzzange und neue Bremsklötze. Die Bremse zu demontieren, lösen wir die Schraube mit dem 5er Imbus und lösen diese zwei Schrauben vom Bremssattel. Um die Bremsbeläge zu wechseln, nehmen wir eine Spitzzange, nehmen wir die Spannfeder raus und können die Bremsbeläge rausnehmen vom Bremssattel. Dann legen wir die neuen Bremsbeläge in den Bremssattel. Und legen die Bremsfeder wieder hinein. So. Dann werden wir den Bremssattel wieder neu montieren. Und wichtig bei der Montage ist, dass wir einen Bremssattel links und einen rechts von der Bremsscheide montieren. Als nächstes legen wir das Spannseil über den Bremshebel. Jetzt kann es gut sein, wenn wir bremsen, dass die Bremskraft nicht vorhanden ist. Durch die Einstellung des Bremsseiles können wir die Bremskraft einstellen. Wir können mit diesen zwei Schrauben den Bremssattel nach links oder rechts verschieben, weil der optimale Spurlauf der Bremsscheibe nicht stimmt. So, jetzt wissen wir, wie man die Bremse einstellt und wechselt. Das war's schon. Bis zum nächsten Video.